Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth und heute mein allererster Gastpart. Was schreist du denn so? Ja, man hört sie schon. Sie hat nicht unbedingt viel mit Binding of Isaac zu tun, aber dafür umso mehr Danke. Mit mir. Ja, stell dich trotzdem mal irgendwie vor. Irgendwie vor allem. Jetzt fängst du schon wieder so an. Jedes Mal, wenn ich irgendwo Gast bei dir bin, ja, dann immer dieses, ah ja, sie kennt das nicht so, sie mag das nicht so, bla, Keks. Aber sonst geht's dir gut, ja? Ja, ich kann doch nichts dafür, dass du meine Spiele nicht so spielst. Du bist halt so der Nintendo. Das ist doch, also, mal abgesehen davon, dass du das dann auch nicht so in den Mittelpunkt stellen musst. Nein, nein. Mein Name ist Kali Kiku. Um mal hier die Professionalität zu wahren. Ja. In erster Linie bin ich bessere Hälfte von John McCloud. In zweiter Linie habe ich mittlerweile sogar einen eigenen Kanal, der aber quasi im Aufbau ist. Genau. Von daher. Da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber du hast jetzt die große Ehre, mir einen Charakter auszusuchen. Ich stelle dir mal in Kürze alle vor. Ja. Ich bin gespannt, was du wählst. Also auch für die Zukunft, Leute, wenn ihr Gast seid, ihr habt freie Wahl. Ich werde euch da überhaupt nicht irgendwie... Ja, ihr wisst schon. Also, ihr habt freie Wahl, egal was ich davor gemacht oder getrieben habe oder was ich mir gewünscht hätte, das ist egal. Und Kali Kiku kennt sich, wie gesagt, mit dem Spiel nicht so besonders aus, deswegen wird sie mir garantiert einen sehr interessanten Charakter zuspielen. Ich bin gespannt. Okay. Und dann schauen wir einfach mal. Wir haben zur Auswahl entweder Isaac, du siehst ja diese Herzchen ja. Und diesen Bewegungsstiefel und Angriff, da kannst du dir ja vorstellen, was das bedeutet. Wir spielen das Ganze auf normal, also hart tun wir uns noch nicht an. Das kann ich dir leider nicht anbieten. Aber okay. Also entweder Isaac oder Magdalena oder der Cain. Der Judas, der ist noch verschlossen, der geht noch nicht. Eve wäre im Angebot. Oder der Samson. Azazel. Lazarus. Eden. Oder sagst du dir, komm, nimm das Fragezeichen, dann hab ich damit überhaupt nichts zu tun, was du da spielen musst. Oh Gott. Tja. Also das komische schwarze Viech sah lustig aus, aber ich weiß nicht, ob der sich so schön spielt. Ja. Hat irgendwie so komische Werte. Nein, nimm mal den letzten. Du meinst Eden den? War das, glaube ich, ja, Eden. Okay, Eden wird jetzt sehr interessant, da muss ich noch ein paar Worte verlieren. Den habe ich nämlich bisher noch nicht gespielt. Der Tigerslan hat mich dann nämlich auch wieder aufgeklärt und es ist so, wie ich schon fast vermutet habe, ihr seht ja diese Fragezeichen. Mhm. Das ist ein absoluter Random-Charakter. Was der für Werte bekommt... Und was der für Items bekommt, man weiß es nicht. Das ist dann auch random. Aber weil das eben sowas, ich sag mal, Besonderes ist, kostet er Eden Tokens. Eden Tokens kriegt man, wenn man Mama killt. Wir haben momentan 3 Tokens, also könnten wir ihn 3-mal spielen. Okay. Und dann ist er wieder aus dem Programm raus, bis wir Mama getötet haben. Und jetzt schon Daumen drücken, weil wenn jetzt Eden blöde Startwerte hat, dann können wir es schon wieder vergessen. Dann bin ich gespannt. Wir machen das übrigens so, bei Gästeparts, wenn wir unter einer Viertelstunde failen sollten, beziehungsweise jetzt unter 20 Minuten, weil wir so lange reden, dann machen wir noch einen Run, weil das fände ich blöd, wenn jetzt ein Gast nur 10, 15 Minuten drin wäre, weil das kann ja echt manchmal sehr kurz sein. Ich finde es ja nicht mal nur wegen dem Gast, ich finde es auch generell, wenn wir jetzt den Part hier so zuscheißen irgendwie und dann, ach, das kann man schon mal machen. Ja. Aber wenn es richtig gut läuft, also ne, dann kann so ein Part auch mal 90 Minuten gehen, nur dass du Bescheid weißt. Okay, auf geht's! Gut, also Eden. So, oh, das ist ein schöner Start. Eden hat Mamas BH. Das ist ein sehr schöner, sehr schönes Item. Ja, das muss jetzt für Außenstehende total scheiße klingen, aber egal. 3 Herze ist auch ein wunderschöner Einstieg. Und ansonsten 2 Angriff. Das ist ein richtig geiles Ding, würde ich sagen. Also die Werte sind gut. Hier seht ihr den Seed, falls ihr es nachspielen wollt. Und also was soll da noch schief gehen? Das Einzige, was mir ein bisschen missfällt, ist, dass es hier dunkel ist. Aber gut, es ist nicht zu dunkel, man sieht ja noch was. Man kann nicht alles haben. Ja. Oh, also der muss eigentlich gut laufen. Ich bin mal gespannt. Also Moms BH habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Ach, das klingt so falsch, ich weiß, aber egal. ja, man hat schon teilweise rausgehört und deine Meinung zu Binding of Isaac bisher. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Ja. Wobei man ja sagen muss, das ist, so wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ein zweiter Teil. Also es gab ja wohl schon mal genau. ein Spiel davon. Und das kenne ich ja nun gar nicht. Also ich habe es ja jetzt nur durch dich hier so ein bisschen gesehen. Und ja, okay, es ist halt ein bisschen crazy. Es gibt auch andere Spiele, die ein bisschen crazy sind. Ja. Deswegen verabscheue ich es jetzt nicht oder so. Also das ist auch Quatsch. Aber wie gesagt, ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen creepy. Vielleicht müsste ich mich da noch ein bisschen mehr bei dir mit auseinandersetzen, um mich da ein bisschen reinzufinden. Vielleicht. Aber ist das einfach so. Ich hab auch schon mal die These gestellt, dass das ein Spiel für Jungs ist. Also... Ich kenne kein Mädel, das das gern spielt. Und jetzt darf sich gern irgendein Mädel outen, das es vielleicht doch gern spielt. Ja, vor allem sage ich ja immer so gern, ich bin ja auch kein typisches Mädel. Also nee, ich finde so, bei so einen Sprüchen, das ist für Jungs oder das ist für Mädels, da halte ich mich immer ganz weit raus. Ja, ja, das werden wir nicht zusammen, ich meine. Also, dafür bin ich zu individuell. Ich finde das voll schön. Also ich habe noch nie so eine Dunkelwelt gemacht, aber mit all diesen Glühwürmchen, ich finde das voll schick. Ah, ja. Wie romantisch. So, jetzt haben wir Attack Fly, das ist schon mal gut. Oh, die ist jetzt rot. Wieso ist die rot? Die ist doch sonst nie rot. Oder ist die schon, war die schon immer rot? Da kann ich jetzt nicht mitreden. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht wirkt die nur im Dunkeln jetzt so. Aber das Spiel hat auch eine Story, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ne? Ja, also der Anfang der Story ist halt so, dass die Mutter... Aua! Wieso habe ich jetzt da Schaden bekommen? Das ist so ein Spinnennetz. Seltsam. Tja. Okay. Naja, die Mutter von Isaac... hört auf einmal die Stimme Gottes und die Stimme Gottes sagt, töte deinen Sohn. Also das hat natürlich auch ein paar biblische, vor allem weil das Kind Isaac heißt, ne? Wenn man sich biblisch auskennt, kommt ein bisschen was bekannt vor. Ja, die Mutter will das tun, der Junge flüchtet quasi in den Keller und das ist der Keller. Okay. Und allein diese Gegenstände, die man findet und was sie bewirken, das ist so... Es ist einfach krank und nicht umsonst hat sich die Kirche da schon aufgeregt drüber und wollte das schon verbieten und was weiß ich nicht alles. Aber okay. Aber mehr ist da auch nicht schon wieder. Das war's schon an Story. Es sind eigentlich, okay. Es wird gern parodiert. Also wer Zelda 1 gespielt hat auf dem NES, der findet da ganz viele Anleihen. Hat ja auch den gleichen Bildaufbau und so ähnlich. Und es gibt noch ein paar weitere Insights. Da, aua! Und nicht essen. Nom, 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 nom. Nee, noch nicht, noch nicht. Ich kann das Viech synchronisieren. Ja. Nom, 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 nom. Sehr schön. Okay, was haben wir hier? HP ab. Okay, das ist schön. Ich hab gar nicht... Ich hab den HP... Ich hab den BH nicht benutzt. Warum habe ich den BH nicht benutzt? Ja, warum nur? Das hätte alles ein bisschen einfacher gemacht. Würde dir bestimmt stehen. Ach. Ich habe keine Bomben, ich habe nur einen Schlüssel. Wir könnten jetzt mal kurz zurückgehen, aber zum Aufbomben ist leider nichts übrig. Okay, ich wollte eigentlich zurückgehen, aber gut, ich bin halt in die Falle getappt. Ja, ich hätte eh nichts machen können, also wie gesagt, der Shop wäre uninteressant gewesen mit drei Münzen. Und es ist wieder Tag, yay! Na siehste. Mein Charakter sieht ein bisschen doof aus, aber egal. Ja, das ist ein bisschen zugeklebt. Das Item, was ich da aufgenommen habe, ich weiß noch nicht, was es bringt. Mal schauen. 4 Herze, okay, weiter geht's. Ja, wie du schon erwähnt hast, hast du jetzt auch deinen Kanal gestartet. Und ich weiß es natürlich, aber für die Zuschauer da draußen kannst du ja gerne mal sagen, was hast du denn da so im Programm? Ja, das ist aber so doof. Ich hasse sowas eigentlich, weißt du, wenn man so Gast ist, nur um Werbung zu machen. Nee, ich mach das immer. Also nicht, dass irgendjemand denkt, hier kommen die Leute rein, weil sie Werbung machen. Ich mach das ja bei jedem, egal ob er will oder nicht. Somit auch bei dir. Ja, also bisher, ich habe ja lange überlegt, was ich überhaupt machen kann und habe mir da halt eben viel Gedanken gemacht und ja, ich habe halt eben auf der einen Seite momentan so ein kleines Hobby, und zwar diese Gummibänder, dieses Rainbow Loom. Shit. Boah, ist so schlimm. Nee. Schon gut. Ja. Pillen. So weit sind wir schon. Ja, schlechte Pillen leider. Naja. Ja, also dieses Rainbow Loom, das mache ich halt in letzter Zeit ganz gern und da habe ich jetzt gesagt, okay, also die Sachen, die mir besonders gut gefallen haben, dafür würde ich vielleicht auch Anleitungen machen und die bei mir hochladen. Da habe ich bis jetzt erstmal nur ein Video, kann aber durchaus noch mehr werden mit der Zeit.
kommen schon noch so einige Sachen, die ich da noch machen wollen würde. Mhm. Dann hatte ich angefangen, Frontschweine Let's Play aufzubauen. Wollte ich eigentlich, aber der Emulator hat mir vorerst einen Strich durch die Rechnung gemacht. muss man mal gucken, ob ich das noch irgendwie gerichtet kriege. Momentan sieht es halt schlecht aus. Dafür habe ich mich aber technisch ausgestattet und kann jetzt Wii U Let's Plays aufnehmen. Und habe natürlich prompt mal angefangen mit Mario Kart 8, weil das eigentlich das Spiel ist, was mich überhaupt zu einer Wii U getrieben hat. Ach so. Großteils. Und ja, da ich habe da noch so ein paar andere Spiele, was ich eben ja auch in meinem Infovideo so dargestellt hatte, es ist Tatsache so, dass ich Spiele selten durchspiele, weil mir irgendwie die Geduld fehlt. Mhm. Und das ist ja der Grund, warum ich auch lieber Spiele woanders gucke, also warum ich eben selber so ein großer Let's Play-Zuschauer bin. Mhm. Weil da läuft es dann einfach. Das machen dann Leute, die haben die Geduld dafür und die Ach so. Kriegen das auch irgendwie hin. Mhm. Okay. Und ja, ich habe halt so ein bisschen die Vermutung oder auch die Hoffnung, dass ich, wenn ich jetzt Let's Play-mäßig da was starte, dass ich dadurch halt eher angespornt bin, das durchzuhalten. Beziehungsweise man hat ja auch irgendwo ein paar Leute, die zuschauen, die Kommentare schreiben, wo ich dann halt vielleicht auch mal ein paar Tipps kriege und so. Ich meine, klar kann man auch einfach googeln, aber das ist ja das, was du auch sagst, da das ist dann irgendwie auch langweilig, wenn ich jetzt alles googeln würde. So leichtere Tipps oder Hinweise finde ich da auch schöner. Mhm, okay. Ja. Von daher mal wie sich das alles so gestaltet. Aber bis jetzt habe ich da noch keine Regelmäßigkeit drin. Also ich gucke halt, wie ich es schaffe, was mir da so vor die Nase kommt, wie es passt. Und dann geht das schon. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Das kann ja noch interessant werden. Ich freue mich, was da noch kommt. Ich muss jetzt kurz überlegen. Jetzt kommt ein Boss und jetzt werde ich den BH definitiv benutzen. Es ist Monstroy. Das wird einfach. Okay. Toll. Gib dann Mama! Eine wunderschöne Mama. Okay. Bringt dieser Teil? Der ist jetzt, war erstmal total geflasht und war dann kurz langsamer. Jetzt geht's ihm wieder gut, aber das ist schon mal, das sind wertvolle Sekunden, die man beim Boss schon ausnutzen kann. Ja, wenn man so eine Mama erstmal sieht, dann, oh Gott, da ist man erstmal, ne, kaputt. Oh mein. Genauso wie es jetzt monströs, also ich finde die Stärke unglaublich gut. Aber es ist eigentlich nur Zweierstärke. Oh, wir haben was freigespielt, okay. Habe ich jetzt gar nicht so schnell gesehen, was das war. Das ging jetzt wirklich zu schnell. Und wir haben einen Deal mit dem Teufel. Oh, Teufel, jetzt machst du mir aber ein Angebot hier. Ich denke, das werde ich angehen. Das hat nämlich das letzte Mal, wenn das nicht, das ist glaube ich der. Ja, den hole ich mir mal, Leute. Ja, dieser Buddy kann unglaublich stark werden. Wenn er nämlich Herzen frisst, gibt er uns Seelenherzen. Das ist für manch andere Charakter, ich sag nur, da dieses eine Vieh, das keine richtigen Herzen hat, unglaublich wertvoll. Aber für uns kann das auch sehr von Vorteil sein, deswegen nehmen wir den mal mit. Da, das kann er zum Beispiel jetzt schon mal fressen. Da, friss. Okay. Und dann? Manchmal gibt er mir dafür ein Seelenherz, aber nur manchmal. Das kann sehr wertvoll sein. So. Ich bin mit den ganzen Begrifflichkeiten überhaupt nicht vertraut. Ja, es ist sehr, ja, verständlich. Aber ja, du bist mit mir zusammen, deswegen musst du auch mit Isaac klarkommen. Das klingt. Das ist sehr schön. Nee, ich will eine Bombe haben. Hier sind überall. Es tut mir aber leid, dass das ein Spiel für die PS4 ist und du nächste Woche keine PS4 zur Hand hast. Das war echt traurig. Du, ich hab noch die Steam-Version. Verdammt. Ja, mittlerweile habe ich auch die Steam-Version. Nee, aber ich wag's mich jetzt mal da rein. Ich will eine Bombe haben. Verdammt. Keine Bomben. Ah, toll. Verkackt. Shit. Mit dem Automat da oben könnte man auch irgendwas machen, ne? Ja, spenden. Okay. Aber ich will jetzt nicht spenden mit meinen 5 Münzen. Unser Dorf soll schöner werden. Da Dann zieh doch weg. Gibt immer noch nichts, okay. Okay. Ich probiere noch eine Sache. Ich hätte so gerne Bomben. Hier gibt es 2, 3 Kisten, die mir was geben würden. Und dann würde ich in eine Truhe kommen. Das wäre alles so schön. Ich mache jetzt was anderes. Also ich will den, ich weiß nicht, soll ich den Bär oder die Pillen behalten? Das ist eine schwere Frage. Was machen die denn? Die Pillen haben unterschiedliche Wirkungen. Manchmal gut, manchmal böse. Ja, das ist natürlich blöd. Der BH halt hat halt bei Bossen diesen Trumpf. Ich werde jetzt mal eine Batterie kaufen, damit ich die Pillen nochmal benutzen kann. So, welche kriege ich? Eine unbekannte. Die werde ich mal hier
benutzen. Na, Lemon Party ist doof. Jetzt hat er einfach nur dahin gepinkelt. Toll. Ja. Und das bringt jetzt genau was? Nichts. Ich habe eher so eine Bombenpille erhofft, aber das war natürlich jetzt nur Wunschdenken. Das muss doch irgendwie Sinn haben, dass der da hinpisst. Ja, wenn Gegner da wären, dann hätten die jetzt da Schaden bekommen. Ja, okay, gut. Das macht ja wenigstens noch ansatzweise Sinn. Ja, ich nehme mal den BH mit. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist. Es ist so ärgerlich. Wenn man am Anfang keine Bomben bekommt, das ist so gemein. Naja, gehen wir mal weiter. Ah. Armes Tuff-Tuff. Wie immer. So, wir befinden uns in den Katakomben. Hier mag ich die Musik ja ausnahmsweise. Oh ne, aber die mag ich nicht. Okay. Okay, okay. Ja, je höher wir in die Levels kommen, desto mehr muss ich mich übrigens auch konzentrieren und so. Das, na toll. Ja, aber du, wir kommen schon klar, genau, so in der Art. Okay, Challenge Room, da kann ich mich wieder ein bisschen entspannen. Denn das wird einfach. Ja, irgendwas wollte ich noch fragen, aber jetzt ist es schon wieder raus. Ja, Kanal haben wir gesagt, aber irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Sure. Ja, ja, genau, Frontschweine, müssen wir mal gucken. Ich, wenn ihr das seht, dann war ich bereits bei... Ach so? Ja. Wie weit im Voraus nimmst du bitte schön auf? Ja, noch für nächste Woche Montag, ne? Dann ist es gerechtfertigt. Und, aber das nächste Woche Montag? Meinst du jetzt kommenden Montag? Nee, den nächsten. Wow, shit, das war doof. Mann, 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 die armen Zuschauer. Ja, und dann vielleicht gibt es Frontschweine noch weiterhin, das ist immer so eine Sache, mit diesen Emulatoren. Ja. Nimm das. Ich habe ja auch, ist ja nicht so, dass ich untätig war, ich habe mich ja ganz viel schlau gemacht und stundenlang recherchiert und gemacht, aber ja, wie gesagt, ich habe da nicht das gefunden, was ich gebraucht habe und deswegen... Müssen wir mal gucken. Ja, vielleicht kann man mit den Einstellungen noch irgendwas rausreißen, aber... Schauen wir mal, ja. Momentan habe ich da keine Chance. Ich hätte doch lieber die Pillen mitgenommen. Ja, ich habe eine Bombe bekommen, aber... Du bist ja jetzt in einem anderen Level, ne? Ja, ja, klar, da komme ich nicht mehr hin. Das da unten bringt man nichts. Da ist... Ah, ja, stimmt, da liegt auch noch eine. Jetzt habe ich wieder zwei Stücke, ist so klar, ey. Oh, Herz. Friss das Herz. Freund, friss das Herz. Freund, friss das Herz. Ja, hat mir ein Seelenherz gegeben. Yay. Was ist jetzt der Unterschied? Was ist der Däde? Ja, also die roten Herze sind quasi die Herzcontainer, wie in einem klassischen Zelda. Die Seelenherze sind halt einmalig. Okay. Also zusätzliche Energie, aber genau. Genau. Wenn sie weg ist, ist sie wieder weg. Genau so, ja. Aber das klingt jetzt vielleicht nicht so toll wie Herzcontainer, aber wir hatten es vor ein paar Parts gesehen, wie schlimm das sein kann, wenn man nur Herzcontainer hat. Okay. Also Herzen Seelenherzen sind eigentlich sehr wertvoll, ja. Naja, wenn sie genauso Energie darstellen, warum nicht? Ist doch, macht doch dann keinen großen Unterschied. Die werden halt nicht wiederhergestellt, okay, aber. Ja, sie bieten halt wie ein Schutzschild quasi. Ja, das ist ganz gut. Und hier kriegen wir einen neuen Buddy. Ich glaube, das ist ja mit Laserschuss, also ist klar. Ja, gut, dann habe ich den halt. Ach, ich hätte doch die Pillen nehmen sollen, das ärgert mich jetzt. Jetzt renne ich die ganze Zeit mit dem blöden BH rum und mache mit dem nichts. Naja. Tja. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Total, ja. Aber eventuell kriegt man ja noch später was Besseres. Was ist denn mit der Truhe da gewesen? Oh, die kostet einen Schlüssel und ich habe keinen. Ach so. Ich hoffe, ich werde noch einen bekommen. Ja, irgendwo in der Ecke lag einer, aber da musstest du, glaube ich, auch wieder für bomben. Okay, ja. Muss ich mir mal angucken, da nochmal. Aber ja, meine Bomben sind mir noch heilig. Also ich habe irgendwo einen gesehen, auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir eine Karte bekommen, womit wir unsere Bomben verdoppeln können. Yeah! Das ist äußerst praktisch. Ja, da werde ich jetzt noch so viel Bomben wie möglich sammeln, damit ich sie erst dann verdopple. Schlüssel, yay! Okay, Münzen. Da, geh fressen. Kriege ich was dafür? Nein. Okay. Hätte ja sein können. Oh nein! Also Horrorspinnen. Oh, ich hasse sie. Ist also ein Glücksspiel, ja. Ob der dir was gibt dafür. Ja, so 50-50 habe ich das Gefühl. Mhm.
Chris. Danke. Mm. Ja, ich würde sagen, dann machen wir gleich den Boss, damit ich ihn hinter mir habe. Der BH ist bereit. Oh. Immerhin. Pestilenz! Es ist jetzt mittlerweile deutlich schwieriger, finde ich, die apokalyptischen Reiter zu komplettieren. Weil halt neue Bosse dazu kamen. Und ich komme mir auch so vor, als kommen sie generell seltener. Aber vielleicht täuscht das auch nur. Aber hör auch mal auf damit! Oh, der verpestet hier alles. Ich wollte gerade sagen, lauter. Ah, oh, Mann! Pestsuppe. Ja, er wird seinem Namen hier alle Ehre machen. Oh, Mann! Ich darf nicht sterben. Ich will nicht sterben. Komm, mach ihn fertig. Immer drauf. Nein. Auf mit dem Dreck. Den Kopf hat er ja schon verloren. Also, er wird. Ich wollte gerade sagen, der sieht schon so komisch aus. Ja. Jetzt kotzt er nur noch diese blöden Mücken. Hör auf damit! Oh, wir haben's. Das Herz hätte ich gern gehabt, aber na gut. Frisst das halt. Tja, jetzt hast du. Okay, wir gehen jetzt natürlich noch nicht. Ah ja, Bomben. Tour of Clubs. Nee, wir gehen noch ein bisschen sammeln. Hey, da raus. Du machst Sachen. Ja, ne? Wo ist denn die Truhe? Die Truhe da. Kommt da, ja. Ich überlege gerade, warte mal, habe ich das eine? Ja, das habe ich schon geöffnet. Ja, gut, dann kann ich. Eine Karte, Empress, ja, das hätte ich beim Boss ganz gut brauchen können. Siehste, hättest du sie mal geholt. Jetzt ist es zu spät. Ja, ja. Die Batterie, na, eigentlich auch total unnütz. Da, da unten, da war mein... Sch oh nee, ich hasse diesen Raum. da, na, die Auertür, ich weiß nicht. Auertür? Ja, so nenne ich die. Ja! Die heißt halt so eigentlich nicht, aber egal. Ja, genau. Ist klar. Okay, also nee, den Job will ich nicht für den Preis. Die Batterie will ich nicht. Den Schlüssel, den nehme ich und deswegen werde ich jetzt meine Bomben verdoppeln. So, jetzt habe ich 4 und jetzt kann ich hier bedenkenlos aufbomben. Yay. So, haben wir schon mal das. Den Schlüssel meinte ich wohl. Mhm. Ich denke auch, ja. Jo. So. Aber da war noch was. Erstmal mal da oben gucken. Jetzt kann ich die Batterie auch mitnehmen, weil ich brauche sie ja eh nicht mehr. Hier werde ich nichts bomben. Aber da hinten war noch was. Schönes Level aufräumen. Ja, ja, das ist wichtig. Sonst hat man eh keine Chance. Ein bisschen was mit. Nicht so wie bei Evil Within, wo du immer alles übersiehst. Ach komm. Da sind die Situationen auch ganz anders. Ja, aber nee. Nicht doch. In dem einen Part letztens. Da doch. War Stille. Da war reizte Stille. Du wirst 300 Mal im Kreis gelaufen, hast das Scheißding übersehen. Ich hab trotzdem woanders... Das hat dich ständig angeblinkt. Nee. Ich hab woanders hingeguckt. Oder ich wollte es einfach nicht. Das könnte natürlich auch sein. Natürlich. Ja, du hast es überhaupt nicht wahrgenommen, du Held. Nee. Ich wollte das nicht. Das war nicht meiner würdig. Das immer ist diese so. Ausreden, ey, für deine Failerei. Nee, ich und Fail. Doch. Doch. Ich laufe jetzt nochmal zurück, weil ich ein paar Pilze in die Luft jagen will. Vielleicht gibt es da noch ein Herz oder so hier. Blub. Oh ja, eine Pille, die bringt. Oh. Cool, Schatzraum. Yay. Das war gut. Aber jetzt hast du das zweite extra liegen gelassen. Ja, da können wir noch mal hingehen. Ach so. Ah, hier, eine kleine. Truhe der Truhe. Yeah. Die geben meistens ein bisschen mehr. Nein, das will ich! Du Penner, du Elender! ich muss das dem noch beibringen, dass er nur frisst, wenn ich nicht du voll hast bin. Dem zu oft gesagt, dass er fressen soll. Das ist das Problem. Der ist es jetzt gewohnt. Ja, jetzt habe ich so viel Herz, jetzt will ich doch in die Auertür. Oh, zum Glück habe ich noch Bomben, okay. Weil da könnten wir uns aufbomben und die Kiste holen und eventuell geben die Flammen auch nochmal was extra. Nein, anscheinend nicht. Ich habe echt Pech mit den blauen Flammen. Also manche meinen, die kriegen ständig was. Ich krieg da irgendwie nie was. Okay. Jetzt habe ich auch noch gefurzt, toll. Aber ich habe eine Pille gefurzt und die bringt mir... Ach, komm schon! Nein! Oh.
Yeah, wie geil! Weißt du, an was mich das erinnert? Ach. Das war jetzt voll schlecht. Oh, das war genial. Ich musste spontan voll fett an Bomberman denken. Da gab es damals auch so ein, da gab es diese Totenköpfe. Auf dem NES haben wir das damals gespielt. Und dieser Totenkopf im Multiplayer-Modus gab es hier aber nur. Hat dann immer bewirkt, dass man irgendeine Statusveränderung gekriegt hat. Manchmal konnte man schnell laufen oder man musste gegen die Richtung steuern oder so. Aber da gab es halt auch das Gleiche, was du da gerade hattest. Dass du konntest ja diese Bomben extra sammeln und dann konntest du mehr Bomben legen. Und wenn du da zum Beispiel 10 Bomben legen konntest, dann hat der dir alle 10 Bomben nacheinander rausgehauen und du musstest gucken, dass du in Sicherheit kommst, um nicht getroffen zu werden von der Kettenreaktion am Ende. Ja. Das war Hammer. Also wenn du so 3-4 Bomben hattest, dann ging das immer noch. Aber es war halt trotzdem scheiß nervig, weil du natürlich nicht mehr taktisch umgehen konntest in dem Moment. Okay. Ja, Bomberman ist ja auch ein Spiel, das hier parodiert wird. Es gibt einen Zwischenboss, also einen Bomberman als Boss. Sehr gut. Der verhält sich relativ ähnlich. Er sieht auch relativ ähnlich aus. Und ja, vielleicht werden wir ihn heute noch begegnen. Wer weiß. Das wäre cool. Wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir irgendeinen Emulator zum Laufen kriegen, wo wir zu zweit Bomberman spielen können. Das wäre der Oberknaller. Da hätte ich richtig Bock drauf. Das ist kein Problem. Das hatten wir ja in der letzten Schlag, in der zweiten, vorletzten Schlag, den John Session. Da haben wir Bomberman gezockt. Das gibt es auch als Browser-Spiel ganz häufig. Das ist ganz lustig. Aber ja, aber es soll ja ein gutes Bomberman sein. Ja, ja, es war ein gutes, was wir damals gespielt haben. Es hat echt Spaß gemacht. So, jetzt habe ich Tour of Hearts. Das ist sehr gut. Jetzt kann ich meine Herzen verdoppeln, wenn es mal nötig wird. Das ist gut. Das heißt, du wirst jetzt mein Alert, wenn ich nur noch 1,5 rote Herzen habe. Ja. Ach so, Alert, ja, okay. Ja. 1,5 rote Herze, dann schreist du oder stürzt du oder machst irgendwas, was mir auffällt. Das ist nicht Bomberman, das ist Envy. Das hättest du gerne, ey. Ja, irgendwas Auffälliges. Envy ist leider ziemlich nervig. Der wird jetzt vielleicht soll ich die Webcam anmachen, dann kann ich das T-Shirt runterziehen. Und nein, dann kann ich nicht mehr spielen. Du wolltest was Auffälliges. Ja, aber es muss doch im Rahmen des Spielbaren sein. Nein, jetzt haben sie mich umzingelt. Und wenn ich stöhne, dann kannst du noch spielen, ja? Sollen wir das mal ausprobieren? Nein, vielleicht nicht. Dass er auch gleich so voll einspringen muss hier. Hey, komm, es ist nachts um 12:30, da ja, darf man das. Wow. Okay. Nee, ich nehme die Pille wieder mit. Okay, das war doof. Das hat mir gar nichts gebracht hier. Dann gehen wir mal dahin. Oh! Ich hätte gerne ein paar mehr Bomben jetzt. Ich warte erstmal. Moment mal, das ist der Deal. Ich kann hier voll dealen. Ich habe genug Bomben. Erstmal die schwarzen Plagen loswerden. Die sehe ich eigentlich jetzt zum ersten Mal hier im Remake. Kam recht selten bis jetzt. So, was ist das? Justice. Oh, Justice, sehr schön. Aber jetzt noch nicht. Jetzt erstmal. Kannst du die nicht mitnehmen? Muss sie liegen lassen? Ja, ich kann immer nur eine Karte. Ach so. So. Jetzt bomben wir hier auf mit unserer letzten Bombe. Dafür bekommen wir 4 Stück. Und jetzt holen wir uns das hier noch. Yeah. Das war doch lukrativ. So, die Karte, ja, Justice. Werde ich noch ein bisschen mit warten, bis wir hier gecleant haben. Okay, okay, okay. Hauptsache, du findest sie nachher wieder. Ja, ja, die sind da ja auch noch in der Karte eingezeichnet. Ach so, ja, ich sehe es. Ah, da lebt ja noch einer. Ugh. Geh weg. Ich weiß nicht, sag mal, habe ich damit zuerst angefangen oder du? Oh, das ist schwierig zu sagen. Mit diesem Geh weg, weil das ist eigentlich voll mein Spruch, aber es kann gut sein, dass du den auch schon drauf hattest. Ja, ja, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht. Ich könnte es jetzt gar nicht beschwören. Also, wenn du bei mir bist, dann gewöhnst du dir ja unglaublich schnell so meine Sprüche an. Oh ja. Mein Dialekt. Ja. Ich bin da ja ein bisschen resistent, muss ich sagen, aber nicht unbedingt unzerstörbar. So. Ja, gut, vielleicht auch auf die Dauer der Zeit. Ne? So, jetzt habe ich fette Tränen, das ist schön. So, aber nur noch 2 Herzchen. Also ich wette, wenn du die Woche wieder fährst, also wenn du dann die Woche hier warst und wieder wegfährst, dann habe ich bestimmt wieder IO drauf. Garantiert. Was war denn das jetzt? Was habe ich jetzt gemacht? Ach nee, ich will doch das behalten. So.
Gehen wir erstmal darüber. Zur Not muss ich mal. Ich mag die Gegend hier nicht. Ist aber auch interessant, dass ich mir sowas ganz unbewusst angewöhne und aber auch genauso dann wieder abgewöhne, komischerweise. Also wenn du dann nicht da bist, dann ist das auch nach ein paar Tagen irgendwann wieder vorbei. Ja, ich darf dich einfach nicht verlassen. Das hast du gut erkannt. Ja. Wird auch umgesetzt. Trotzdem tust du es immer wieder. Ach, aber doch nur, also nicht vom Herzen her. Ja, Distanzbeziehungen, Leute. Das ist immer wieder eine anstrengende Sache da. Aber, ja. Das kann man alles durchstehen. Naja. Hallo? Wehe, wenn nicht. Mal gucken, wie lange du brauchst. Ach. Wenn du im Sommer nicht hier in Berlin bist, mein Freund, dann gibt's ein Donnerwetter. Ja, mal gucken, wie das Wetter ist, ne? Nein, Quatsch. Oh. So, die damit. Nein, das nehmen wir nicht. Das nehmen wir auf keinen Fall. Was ist das? Ich will das wissen. Ich will es haben. Wenn ich das nehme, kriege ich nichts anderes mehr. Ich glaube, die Gegner haben dann weniger Lebensbalken, aber ich darf nichts anderes mehr aufnehmen. Dann bin ich für den Rest dieses Spiels daran gebunden. Okay. Das ist doof, weil es gibt so viel schöne andere Dinge. Jetzt muss ich mal überlegen. Nee, wir gehen da noch ein bisschen weiter. Oh, schöner Raum. Oh, geiler Raum. Jackpot-Raum hier. 10 Münzen, 2 Bomben und das. Ist doch gut. Nee, das ist doof. Das will ich nicht. Na gut, wir können es einmal mitnehmen. Das ist so ein explosives Gesichtsteil. Vielleicht finden wir rein zufällig den Bonusraum. Und deswegen gehe ich schon mal gleich auf die Suche. Also er könnte durchaus hier sein, der Bonusraum. Ja, dann probier es mal hier. Wünsch mir Glück. Okay. Schon. Yeah! Glück gehabt. Oh, und gleich eine Batterie. Können wir es nochmal probieren? Denn pro Level gibt es immer 2 Stück. Mhm. So, den schnapp ich mir. Ha, mein erster. So, und der zweite Bonusraum, der ist ja immer so bösartig abseits, fernab jeglicher anschließenden Räume. Das heißt, er könnte hier eventuell sein. Und go. Yeah. Oh, ich habe mein Glück aber gerade auch. Okay. Weißes Herz. Okay, weißes Herz, das darf ich noch nicht nehmen. Warum? Das weiße Herz, wenn ich das über eine weitere Etage hinweg mitnehme, dann kriege ich einen Herzcontainer. Okay. Aber wenn ich halt getroffen werde, ist es weg. Deswegen erst den Boss killen, dann das Herz holen. Ja, klingt nach einem Plan. So, da oben ist noch was. Ne, warte mal, jetzt will ich wieder den... Obwohl nicht, ich nehme die Bombe mal noch mit. Vielleicht kriege ich es ja nochmal voll. Wobei, ich glaube nicht. Oh nein, Zombies. Aua. Ja, gibt es eigentlich auch irgendwas, was es in dem Spiel nicht gibt? Meins! Ah, du Tentak, du Bläder. Ich hätte es gebraucht. Gut, dann gehe ich jetzt durch die Haustür und hol dann halt meine... Ich werde dann meine Karte benutzen für den Boss. Sinn ab. Oh, schön. Okay, dann brauche ich doch nicht meine... Oh, das war jetzt Glück hier. 3 schwarze Herzen, das ist schön. Ich wollte gerade sagen, das sind ja jetzt aber keine blauen Herzen, das sind ja jetzt schwarze. Ja, das ist wieder was anderes. Wenn da ein Herz kaputt geht, dann gehen auch viele Gegner kaputt. Mhm. Gilt leider nicht für die Bosse natürlich. Mhm. So, also ich habe die Extras schon gefunden. Wo habe ich denn auf einmal 7 Bomben her? Ich habe da... Wahnsinn. Mal... durchchecken, ob ich irgendwas aufbaue. Oh, ich habe auch relativ viel Geld, sehe ich gerade. Wir können in den Shop gehen. Ja, dann ab in den Shop. Shopping! Juhu! Wo ich sagen muss, ich habe die letzten Tage so viel geshoppt. Ja, das habe ich gehört. Jetzt mal wieder ein bisschen zusammenreißen. Ja, ne? Weihnachten hat sich erledigt. Da war ich ja noch brav hingegen. So, ja, wenn du jetzt an meiner Stelle wärst, was würdest du kaufen? Kannst du nur eins davon kaufen? Nö, ich kann alles. Also alles, was vom Geld her reicht. Herz und Schlüssel. Ja, das ist nicht schlecht.
Ich fände es lustig, wenn mein Freund das einfach fressen würde, ohne zu bezahlen, aber gut. Ja, das wäre heil. Nee, ich nehme das Sparschwein. Das bringt mir nämlich pro Treffer immer ein paar Münzen. Das könnte ganz nützlich sein. Na gut, das konnte ich jetzt nicht einschätzen. Ja, natürlich, klar. Und dann nehme ich den Schlüssel, weil ich keine habe. Ja, so. Herz muss leider liegen bleiben. Vorerst. So, und jetzt gehen wir zum Boss. Ich hoffe, wir schaffen den. Das ist halt die Frage. Wir haben entweder Two Hearts, womit wir verdoppeln können. Ist bei 2,5 schwarzen Herzen aber bestimmt nicht nötig. Oder wir nehmen uns das andere Teil. Das war doch, ach nee, Justice. Ach ja, Justice können wir jetzt eigentlich gleich machen. Ja, machen wir es gleich hier und jetzt. Justice. Was bringt das? Zeug. Oh, einfach mal so Zeug. Genau. Da war ich mir aber auch gerade nicht sicher, was es bringt. Und warum konntest du das vorhin nicht machen? Ich hätte es machen können. Ich war mir nicht sicher, was Justice bringt. Es hätte auch einen Bettler bringen können. Und Bettler, also den gibt man Münzen und dafür geben die einen was. Aber Bettler kann man auch aufbomben. Und dann hätte ich den Bettler erst an eine gewisse Stelle gesetzt, wo ich sowieso bomben möchte. Aber so eine Stelle gibt es hier in dieser Etage nicht. Und deswegen war es egal. Ja. The Hollow. Oh, der ist einfach. Also, was bei dir immer jetzt, alles einfach ist. Ja, das ist jetzt wirklich, also, dass der so spät noch kommt. Hätte ich auch früher bringen können. Also, Leute, das war jetzt so. Nein, meins! Ach, Mann, jetzt hör doch mal auf! Ach. Ich brauch doch noch eins. Oh, Damage Up. Yay! Jetzt schaut jetzt unsere Tränen an. Wunderschöne Tränen haben wir jetzt. Oh, das ist gut. Ich feiere das kleine Vieh so hart. So, ich hätte was vergessen. Guck mal, du hast jetzt 2 rote, 1,5 von den blauen und 3 von den schwarzen. Jetzt beschwer dich mal nicht. Ja, das sieht gut aus, ne? Ich suche jetzt gerade mein, wie viel Geld habe ich? Ja, natürlich, will eine Münze, klar. nee, ich suche gerade mein BH. Also den von Mama. Das weiß ich auch nicht mehr, wo du den liegen gelassen hast. Ach, ja, im Schatzraum wahrscheinlich. Da hatte ich ja die Bombe her. Genau. Nehme ich lieber den mit. Gut, ja, das haben wir wunderbar gecleant. Das läuft mal wieder unglaublich gut, möchte ich meinen. Also gerade jetzt durch den Damage Up. Kurz mal die Werte checken. 4 Damage. Ja, doch, schön. Ja, wir spielen aber auch schon eine halbe Stunde, ne? Ja, klar. Also wenn wir sterben, dann ist vorbei. Achso, du machst immer so lange, bis du drauf gehst. Genau, oder bis ich siege. Cool. Ja, und für dich als Orientierung, hier ist quasi unsere Map. Wir gehen jetzt in den 4. Dungeon. Da hinten ist der Boss dann. Genau. Das nervt bestimmt die Leute auch, dass ich jetzt ständig nachfragen muss. Das erinnert mich an mein Mario Kart Let's Play. Gar nicht wahr. Das voll am Rumfailen und alles. Aber gut für die, wo es den Leuten dort nicht antun. Nee, das ist auch für die Leute, wo es noch nicht so gut kennen, dann kriegen die das auch nochmal erklärt. So Leute gibt es immer wieder. Und deswegen, das macht gar nichts. Hier der Feder mitmachen. Ich habe ja letztens tatsächlich jemanden gehabt, der hat mich gefragt, was Mario Kart 8 ist. Also, der wusste nicht, ob das jetzt so ein typisches Mario-Spiel ist. Achso. Oder halt was ganz anderes. Der konnte sich darunter nichts vorstellen. Oh. Da habe ich auch gesagt, naja, das ist halt ein Autorennspiel, eigentlich ein Fun-Racer. Mit den Mario-Figuren letztendlich aus dem Mario-Universum. Und ich habe dann gesagt, ja, guck's dir halt einfach mal an. Genau, das wird das Beste sein. Ja, wie will man sowas in Worte fassen? Ne? Ich meine, für jemanden, der es gar nicht kennt. Der Mario Kart nicht kennt, ne? Der muss auch schon ein bisschen hinterm Mond leben. Also ja, oh, schönes Item! Das war's mir wert. Ach, wie cool. So, ja gut, dafür habe ich jetzt hier Gegner, die ich gar nicht mag. Kann man nur von hinten angreifen. Na gut, ging ja eigentlich jetzt noch. Durch den Laser, der Laser zielt halt durch. Das ist das Schöne. Mama! Okay. Was? Okay. Mamas Hände. Ich muss immer in Bewegung bleiben, sonst greifen sie nach mir und bringen mich wieder zum Anfang. Mhm. Das hat auch so ein typisches Zelda-Dings, falls du A Link to the Past mal gespielt hast. Du, die
Hände kommen auch noch in anderen Zelda-Games vor. Ach so, okay. Die sind auch in Ocarina of Time wiederzufinden. Echt? Die habe ich verdrängt. Ich auch. Puh, ja, was bringt mein wunderschöner Helm? Er wird mir immer wieder zeigen, wo Geheimgänge sind. Ich brauche keine Bomben mehr. Er wird es einfach durchleuchten und mir zeigen, da musst du rein. Das ist doch mal geil, oder? Das fetzt. Ja, das fetzt sehr. Hey. Wenn du die Geräuschkulisse hören würdest, sei froh. Widerlich, sag ich dir. Ja, ist auch kein Wunder. Was läuft? Was habe ich da als eine Mal gesehen, wo ich bei dir zugeguckt habe? Das waren kleine Vaginas? Ja, man kann es. Hallo? Man kann es als solch welche natürlich interpretieren. Ja, ja. Was denn sonst, Mann? Das war halt. Oh. Ja, ja. Nein, meins! Haha, ah, gelitte. Gelitte. Moin. Das ist so herrlich. Ja, ich hab vor der Herze. Ja, guck blöd. So. Cam. Yeah. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen doof, aber was soll's. Habt doch durch. Oh, ja, so. Ja, 8 Münzen, 9 Bomben, 4. Ja, es geht langsam ab hier. Ich würde sagen, du bist gut ausgestattet, ja. Ja. Könnte mal wieder ein erfolgreicher Run hier werden. Also, wir haben bisher im Let's Play ja noch nicht geschafft, seit dem Schwierigkeitsgradanstieg Mama zu schaffen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe es jetzt offline schon einmal zumindest geschafft. Okay, jetzt sieht es wieder ein bisschen von den Herzen blöd aus und ein bisschen aufpassen. Ja, ich hasse diese Stacheln einfach, weil man die nicht töten kann. Das ist ein bisschen doof. Jo, natürlich, jetzt verwandelt er sich. Egal, egal, alles noch in Ordnung. Mama! Ja, sie lacht halt immer so böse, deswegen. Die Reaktionen sind manchmal auch komisch. Ja. Hopp, mach das Patscherhändchen runter. Gut, mal da rein. Teleport? Nee, danke. Oder beziehungsweise, könnte auch Airstrike sein. Will ich beides nicht. Nee, dann gehen wir doch gleich mal hier in den Geheimraum. Ein paar Münzen, ja. Noch ein und dann lohnt sich der Shop. Okay. Denk dran, du musst immer noch schreien, wenn ich nur noch 1,5 Herzen hab. Okay, mein Freund gibt mir nix. Nein, 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 nein. Ich mag diese Bomberräume nicht. Da die Übersicht zu bewahren ist nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Okay, ich brauche noch eine Münze. Dann gehe ich in den Shop. So, da kommen schon meine Hassspinnen, aber eine allein geht ja noch. Und da unten ist der nächste Raum. Ah, die Steinkacke. Die nehme ich mit. Yeah. Bist du noch da? Hallo? Ich glaube, mein Gast ist weg. Au, ah. Ich glaube, das sollte ich mal checken gehen. Aber ich höre noch was. Alter, ich mal nachgucken, Leute. Okay, bis gleich. Jo, da bin ich wieder und ich habe es anscheinend gar nicht mitbekommen, dass du dich kurz ja, verabschiedet hast. Ja, ich musste mal was überprüfen, was jetzt leider keine Zeit hatte, bis wir fertig kein sind. Kein Problem. Ich habe es nur nicht mitbekommen. Wahrscheinlich haben die Zuschauer mitbekommen und sich einen Kopf gefasst. Aber egal. Jetzt, wie immer halt, ja, wie das bei dir so ist. Jetzt weiß ich auch Bescheid. So, also machen wir einfach weiter. Ist ja nichts verloren. Ja, die Münze wird mich jetzt schon fast anlächeln, weil mir fehlt nur noch eine, damit ich mir was Gutes... Ah, da oben ist ja eine. Ha. Ja. Ich wollte gerade sagen, da oben liegt doch eine. Ja, wunderbar. Dann habe ich es ja, was ich wollte. Dann kann man jetzt nochmal shoppen gehen. Warte mal, ich mache mal die Map. Ja, die bringt mir jetzt auch nicht gerade... Der Shop ist da hinten. Okay, da hinten ist der Challenge Room wahrscheinlich.
War da oben noch was? Nee, anscheinend nicht. Ja, gut, dann... Dieses Zoom, ist das jetzt wegen dem Helm oder kannst du das immer? Das kann ich immer. Zeit der neuesten, Zeit dieser Version kann man das immer. Cool. Das ging früher noch nicht. Okay. Ach, da war noch eine Münze, okay. Lass einfach die Münzen liegen, was ist denn da los? So, aber hier ist der Shop. Kein Shop. Okay, dann halt nicht. Ah, ich mag ja Creed im Grunde. Er gibt mir nur mehr Münzen. Freut man sich umso mehr auf den nächsten Shop. Bams. Boah, jetzt bist du reich. Boah, fast. Ob jetzt. Mach das Vieh kaputt. Gut. So, gibt's hier was zum Bomben? Eher nicht, okay. Ja, dann werden wir es mal wieder wagen, ne? Gehen wir zum Boss. Die Secrets haben wir natürlich. Das haben wir, das haben wir. Jo, ab mit uns. Oh Mann, wenn ich meine Katze so sehe, ich müsste mal mehr Katzenvideos machen. Ja, Katzen funktionieren immer, ne? Vor allem auf YouTube. Ja gut, aber wenn, dann würde ich die jetzt nicht mehr auf dem Kanal. Ich habe schon überlegt, dass ich mir nochmal einen zweiten Kanal mache, wo ich auch meine Katzenvideos dann nochmal uploaden werde. Okay. Dass das sich nicht so vermischt mit dem, was ich eigentlich machen will. Ach so. Ja, kannst du natürlich tun. So ein bisschen, ja, Real-Life-Privatkanal, irgendwas in der Richtung. Ich habe aber noch keinen guten Namen, also da bin ich noch für Vorschläge offen. Okay. Meins! Ich bin gedacht. Danke. Moms Coin Point. Oh ja, okay, ein paar Pillen. Was haben wir denn da Feines? Da haben wir zum Beispiel. Tears Down, na toll. Health Down, ja, natürlich, was ist das? Bombs are Keys, jetzt habe ich 8 Schlüssel und. Na gut. Ach Gott. So, und jetzt haben wir noch 48 Stunden Energy, das ist total dumm. Warum? Mein BH ist eh schon voll, ich brauche das jetzt nicht. Ja gut, aber wir sind reich, ja, das bringt uns leider nur nichts. Bonushammer. Ja, relativ enttäuschend würde ich mal in die nächste Ebene gehen, ne? Ja. Aber es ist die drittletzte. Und wenn wir die schaffen, kämpfen wir gegen Mamas Fuß. Auf jeden Fall hast du haufenweise Schlüssel. Ja, das wird ausreichen, denke ich doch mal stark. Hoffe ich doch. Ich frage mich, ob man gegen Mama einsetzen kann. Das wird eigentlich keinen Sinn machen, aber man könnte es probieren. Tja, das würde ich einfach mal drauf ankommen lassen. Gegen Mamas Fuß, Mamas BH einsetzen. Yay. Da hoch will ich nicht. So sinnfrei, wie das Spiel stellenweise ist. Das würde mich auch das nicht wundern. Ja, ich werde es probieren. Wenn wir es dahin schaffen. Oh, je, Masken. Scheiße. Hör auf. Geh weg. Stirb doch. Du musst Herz. Danke. Ja, toll. Macht mich gierig, ja. Ja. Kommst du nicht ran, armes Duftor? Nee, ich müsste fliegen können. Aber die Items des Fliegens sind mir bisher verwehrt geblieben. Da ist er. Stimmt. Da gab's mal was, das habe ich auch schon gesehen, ja. Dass du dann über alles drüber schweben konntest. Genau. Das war extrem episch. Ja, sowas kann oft passieren. Oh, nur noch 2 Herzen, okay. Noch ein Treffer und ich muss meine Karte ausspielen. Okay. Ekliger Raum, ganz ekliger Raum. Ich hasse es, okay. Oh, ja, das ist so. Ja, oh, wie hast du das jetzt geschafft? Ich hab meine Karte benutzt. Okay. Oh, ich hab's. Oh, Gott sei Dank. Gut. Krass. Alles noch cool. Tja, so eine Karte habe ich jetzt leider nicht nochmal. Okay, weiter. Ah. Die sind ja komisch. Ja. Nein, das Herz habe ich zu früh genommen. Nein, doch, ja, mach. Okay, guter Deal. Jetzt verstehen wir uns wieder. Ach, da unten war ein Ding, ein Bonus. Okay. Mal gucken. Ach, das Fragezeichen zeigt dir das an, ja. Was ich mich jetzt gerade frage, habe ich im allerersten Dungeon, habe ich dann auch das weiße Herz nochmal mitgenommen oder bin ich gleich weiter? Ich glaube, ich bin gleich weiter, ne? Ich wollte gerade sagen, du hast das jetzt, glaube ich, noch nicht mitgenommen. Es passiert mir so oft. Ich dachte mir immer, oh, nehme ich am Schluss mit. Dann nehme ich es nicht mit. Ich hasse mich dafür. Oh.
Tja. Tja, was soll ich dazu sagen, ja. John McPhail? Schlimm. Warum lass es ich eigentlich. Ich habe aber auch überhaupt nicht mehr dran gedacht, das halt so, ja, hm. Das ist jetzt auch ein doofes Ding, ey. Ja, hast nicht wirklich viel Zeit, dich daran zu stellen. Ja, man kann schräg versuchen, ohne Treffer reinzukommen. Aber ich würde das Ding in der Mitte definitiv gern zerbomben. Ja, gut. Yay! Ja, das war ein guter Deal. Jetzt kann ich eigentlich auch wagen, die Pillen zu holen. Ich glaube, die gelb-orange, die war was Schlechtes. Ne? Boah, ich bin mir nicht sicher. Ach, meine Neugierde wird mich zwingen, sie zu holen. Okay, das ist die Energy. Die brauche ich eigentlich nicht. Okay. So, runter. Das geht ja eigentlich mal. Ja, wenn man das... Bombsaki schon wieder. Na toll. Will ich das tauschen? Aber ich will das tauschen. Das ist besser, finde ich. Lieber rumbomben können. Ja. So. Dann nehmen wir das wieder. Aber... Ach doch, ja. Okay. Au! Ja gut, ein Treffer. Nee, die Münze hole ich mir jetzt nicht. Das ist mir zu blöd. Okay. Oh, verstehe ich gar nicht. Tja, da war es dann wieder mit den Schlüsseln. All stats up! Yay! Yeah! Darauf trinke ich ein. Cool. Gott, wie sehe ich aus? Ein bisschen komisch, ne? Mhm. Nee. 40 Münzen. Ich kann es bisher noch nicht ausgeben. Oh, doch, ich kann es ja. Ich kann es gleich ausgeben, Leute. Da links ist ein Arcade-Raum. Wie geil ist das denn? Was ist das? Tier ist down. Nein, was ist denn jetzt los? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ach so, die Flammen da, die sind böse. Ja, ich hab's kapiert. Ich hau schon ab. Na okay, toll. Okay. Schön Herzen. Ja, leider. Okay, da unten, die kann ich zerbomben. Da ist was drin. Dann hast die Bombe sogar wieder gekriegt. Das ist ja cool. Definitiv den noch zerbomben. Yeah. Alter Schwede, das ist auch Kohle ohne Ende. Mhm. Und da oben ist noch unser Geheimnisraum. Da gehen wir auch gleich hin. Den da heben wir uns noch auf für später. Ich erinnere dich dran, also ich versuch's zumindest. Ja. Yeah. Bad guess, tears down, gib mir doch mal gescheite Pillen. Was ist denn hier los? Was ist denn los mit euch? Okay, gleich hier weg, bevor ich wieder von den lila Mistviechern angegriffen werde oder was. Oh Gott, was für ein ekliger Raum. Warte mal, da benutze ich den BH. Das ist mir echt so blöd. Ganz ehrlich. Das ist so viel einfacher jetzt. Zumindest die Hälfte schon mal weg. Ja, eben. Mann. Boah, gut. Okay, und ab Shopping. Okay, cool. Jetzt können wir richtig shoppen. Was ist denn das Blaue da an der dritten Stelle? Das werden wir uns auch holen. Bin mir nicht ganz sicher, weil wahrscheinlich so eine Art Schatzkarte, wo wir dann immer sehen. Ja, das, gut, das hätte man schenken können jetzt. Die Secrets werden eingezeichnet. Haben wir durch unseren Helm schon. Aber ja, egal. Toll. Nee, die Pille hole ich mir nicht. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass die böse ist. Und spenden werden wir auch nicht, weil wir noch einen Arcade-Raum haben. So. Hier ist nichts. Hier schnell weg. Will ich nicht. Ach ja, wenn du so tolle Katzen hättest wie ich. Ja, dann... Ich werde gerade total lieb gekuschelt. Ja, sowas habe ich mit meiner Katze leider nicht. Meine ist einfach nur... Ja, vielleicht manchmal will sie pennen. Aber sonst hört es auch schon auf. Die sieht wenigstens manchmal knuffig aus. Die hat so richtig süße Kulleraugen und so ein knuffiges Gesicht irgendwie. Ja, die kann knuffig aussehen, aber das war's auch schon. Das ist halt eine Deko-Katze. Deko-Katze, ja. Das trifft's ganz gut. Die Deko-Katze. Von außen sieht sie lieber aus, aber in Wirklichkeit. Meine sind halt Kuschelkatzen. Deine sind Deko-Katze. Ja, so sieht's aus. Deswegen werden in unserem zukünftigen Haushalt auch nur diese zwei Kuschelkatzen leben. So, jetzt habe ich langsam Angst, ich gehe zurück. Ja, denk an den Arcade-Raum. Ja, da gehe ich jetzt hin. Weil eigentlich wollte ich mir bis zum Schluss aufheben, aber wenn das so weitergeht, überlebe ich das bis zum Schluss nicht. Oh Gott, ich habe nur noch ein Herz. Tja, wie hast du das jetzt wieder hingekriegt, so stark zu verkacken? Angst. Ja, die schießen. Boah, ich wäre fast gestorben, ey. So, gib mir Herzen.
Ich schmeiße jetzt alle Münzen rein, die ich habe, ey. Ja, danke. Ich meins. Gib bloß weg, ey. Alles meins. Oh, Mann. Ja, der Freund ist halt episch, wenn man keine roten Herzen hat, sondern nur die schlechten, dann ist der unglaublich wertvoll, aber auch so kann er manchmal ganz gut sein. Okay. Ich glaube, noch ein paar Herzen bräuchte ich. Ja, genau, gib mir die fette Münze. Ja. Ja, mein 22, genau. Yay, ich mache hier fast Plus. Ich finde das so episch, ey. Meins, meins, meins. Geh weg, meins. Ja, man muss sich ja drum... Du solltest diesen Part nach dem Viech benennen. Das Battle mit dem komischen Viech. Ja, ist eine gute Idee. So, jetzt bin ich schon voll. Das ist schön. Krass. Warum mache ich das jetzt eigentlich noch? Ich überlege gerade. Nee, eigentlich könnte ich aufhören. Klar, er hat noch ein paar andere schöne Items, aber lieber erst kurz vorm Boss. Was ist eigentlich? Ah ja, die Energy, ja, die mir nichts bringt. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Ist besser wie ein negatives Item. Okay. Mhm. Ja, so langsam können wir mal unseren Boss aufsuchen. Ja, du musst das Ding ja auch irgendwann zum Ende bringen, ne? Ja, wäre ganz sinnvoll. Oder schneidest du das in mehrere Parts jetzt? Nee, das geht alles an einem Stück. Das ist das Krasse an dem Projekt, ja. Der längste war bisher 90 Minuten. Ja, ich glaube, da kommen wir bald ran. Ja, wenn ein Part 90 Minuten geht, dann vermuten die meisten Zuschauer natürlich schon einen Mom-Kill. Aber später wird es dann nochmal länger. Macht ja dann auch Sinn, weil wenn es schon so lange geht, dann hast du ja im Regelfall auch viel geschafft. Ja, klar. Gut, ich muss zusagen, ich halte mich auch unglaublich lange auf und so. Das ist wie immer halt. Die Frage, nee, die Kiste hole ich mir nicht, das ist mir zu tödlich. Ach so, weil die Dinger da losfahren, wenn wir. Ja, jetzt halt die Frage, ob ich mit 3,5 Herzen... Moment, nicht irgendwie zerstören? Nee, leider nicht. Mit 3,5 Herzen fühle ich mich noch nicht so 100% sicher gegenüber Mamas Fuß, deswegen... Dem halben Herz? Ja, generell, aber 4 wären mir auch fast zu wenig. Ich hätte gerne noch irgendwie einen Bonus oder ein Seelenherz oder irgendwie sowas, was mich noch ein bisschen schützt. Deswegen, ich gehe jetzt noch ein bisschen Geld ausgeben. Wir haben es ja. Ach, also, dann kannst du mich ja nächste Woche auch zum Kino einladen und zum Weihnachtsmarkt. Und ja, es sei denn, ich gebe alles an einem Automat aus, ne? Dann eher nicht. Mag es. Ist gerade eine Pechsträhne hier. Wir müssen unbedingt die Nachos essen. Du hast es kaputt gespielt, toll. Wusch, aber dafür habe ich Wusch. Ich weiß gar nicht, was mir Wusch bringt, aber ich behalte es. Ich glaube, ich schieße schneller, oder? Da liegt noch was. Ja, ich habe die Kacke hingelegt. Das da unten, das habe ich jetzt. Das ist mein Passiv-Item Wusch. Dann schieße ich das jetzt noch in die Luft. Vielleicht gibt mir das noch ein Herz. Danke. Yay! Ja, es ist halt. Und er gibt mir ein 10-Herz. So, also jetzt haben wir. Jetzt können wir doch zu Mama, ne? Jetzt ist alles gut. Yay. Wenn du es jetzt nicht verkackst. Nein. Ich hoffe doch nicht. Also, wenn Mamas BH gegen Mamas Fuß wirkt, dann schaffen wir das. Wenn nicht, dann wird's spannend. Mal gucken. Wir haben auch noch die Energy. Das bedeutet, wenn ich die im Bosskampf benutze, kann ich dreimal den BH wirken. Das ist eigentlich cool. Ach so, der. Ah, okay. Das habe ich jetzt noch gar nicht betrachtet, dass es geht. Jo. Jo. Und los geht's. Unser Schaden könnte natürlich besser sein. Ich warte jetzt, bis er sich. Mach mal den weg, hey. Ja, und drauf. Ja, Mama wirkt gegen sich selbst. Wie wunderbar ist das denn? Sehr gut. Ist ein bisschen dämlich, aber ja, gut. Jetzt benutze ich natürlich die Batterien, weil ich es gleich nochmal machen kann. Ja, das klingt eigentlich nach einem relativ einfachen Kampf, ne? Natürlich, erst wenn der Fuß da ist. Jetzt. Ja. Yeah. Truff. Oh, der hat aber wirklich ganz schön Energie, wa? Ja, also ich... Aber jetzt mit dem dritten Mal bist du dann durch, würde ich sagen. Ja, das kriege ich auch so hin, würde ich sagen. Hoffe ich. Ja, sieht gut aus. Obwohl. Ach, jetzt habe ich's. Wie geil. Voll umsonst. Ja, war mir jetzt doch zu knapp. Und jetzt wird's richtig eklig. Jetzt gehen wir nämlich in Mamas Bauch.
Was wollen wir denn da? Ja, wir entwickeln uns quasi zurück und ja, suchen dann Mamas Herz. Wenn wir Mamas Herz gekillt haben oder Mamas Embryo, dann haben wir das Spiel gewonnen. Okay. Jetzt holen wir uns erstmal das Item Speed und Shot Speed ab. Ja, das können wir gut gebrauchen und aber Leute, wir haben nur noch ein Herz. Das ist jetzt weniger schön. Ein blöder Treffer und wir sind weg. Tja. Jo, das sind wir wieder im Utero. Na toll, auch noch Utero. Oh, nee, das ist noch schlimmer wie Womp, aber okay. Oh Gott. Tja, schade, dass du jetzt nicht nochmal zu dem Arcade-Raum kannst. Das wäre schön, ja. Das heißt, es ist einfach nur aufpassen, keinen Treffer mehr kassieren. Und hoffentlich vielleicht noch irgendeinen schönen. Was ist das, um Gottes Namen? Was soll das darstellen? Das wollen wir nicht interpretieren, oder? Ich weiß nicht. Das sieht irgendwie creepy aus. Okay, der Raum hat mir nichts gebracht. Oh weia, oh weia. Ich muss weitermachen. Oh nein. Yay. Yeah. Oh Gott. Bin ich jetzt schon so tot. Das wäre jetzt aber auch echt ärgerlich, Mann, weil wir sind schon so weit gekommen jetzt. Ah! Ja, ja, aber so ist es halt. Ja, komm, gib mir doch mal ein Herz. Okay, der BH ist wieder voll. Vielleicht können wir da nochmal einen Tick überleben. Ich würde am besten, wenn die Gegner Fiesing gleich benutzen. Okay, los. Okay, ist gar nichts. Hä? Gut. Dann da weiter. Das ist schon ein bisschen komisch jetzt irgendwie. Okay, da benutze ich es, weil ich hasse diese Spinnen ganz ehrlich. Ich bin tot. Toll! Toll, ja. Schatz! Ja, schade. Du hast es verkackt. Ja, gut, aber bis zum Womp bzw. Terrorcom ist eigentlich nie verkackt. Das war eigentlich in Ordnung. Es hat nicht sollen sein, ein bisschen wenig Herze, wenn man schaut. 4 Herze ist einfach, ja, für die Gegend ein bisschen gemein. Aber sonst hat mir der Run gefallen. Also gerade am Anfang ging es ziemlich gut ab und schade, dass wir die Münzen nicht wirklich los wurden. Da hätten wir vielleicht noch was reißen können. Ich glaube, mein Grundfehler war es, ganz ehrlich, dass ich den BH mitgenommen habe, weil ich habe ihn halt nur für die Bosse mitgenommen und hätte ich die Pillen mitgenommen, ganz am Anfang, hätte ich halt nach jedem 6. oder 7. Raum eine Pille einschmeißen können. Und dann hätte ich vielleicht nochmal die positiven Pillen abbekommen, aber so, naja. BH in Zukunft liegen lassen, Leute. Merkt euch das. Das war die Moral. Nee. In diesem Sinne, macht's gut. Bis nächste Woche. Und ja, natürlich hat meine bessere Hälfte die letzten Worte. Ach, bessere Hälfte. Ja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen auch auf meinem Kanal wiederzusehen. Und auch wenn ich Eigenwerbung hasse. Ich mach's trotzdem. Yo, bis dann.